Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trapdoor to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. So, meine Freunde der guten Vernunft und whatever. Ich bin euer Trace und wir spielen The Binding of Isaac Rebirth. Weil, keine Ahnung. Ich dachte mir, The Binding of Isaac Rebirth ist ein schönes Spiel. Ich kenne das schon sehr, sehr gut und... Ach, hört auf zu bohren, Leute. Ich bin in der Aufnahme. Man kann es auch noch ein bisschen lauter stellen. Geh doch. Ich hoffe, das war eben gerade mit der Dings laut genug und ja. Sollte eigentlich gehen. The Binding of Isaac, was ist das für ein Spiel? Es ist ein Roguelike, in dem man einen kleinen Jungen spielt, der nackig ist und der mit Tränen schießt. Um die Monster hier zu töten und ja, man hat es schon gesehen, der von seiner Mutter weggelaufen ist. Und ich habe ein Mongo-Baby. Das ist ein super Start. Mongo-Baby. Und die Dinger pupsen. Und hier ist Kacke. Naja. Also was gibt es zu The Binding of Isaac Rebirth zu sagen? Es ist ein nettes Roguelike, das ich schon sehr viel gespielt habe. Es gibt so, naja, viele Insider und sowas. Beispielsweise gibt es Items wie Humble Bundle von der Seite oder Steam Sale, wo die Sachen runtergesetzt werden und sowas. Gibt so kleine Anspielungen immer. Der Raum ist da ganz klar, wenn man rüber geht, verliert man ein ganzes Herz. Mit der Chance, dass irgendwie eine Kiste spawnt, eigentlich relativ unspektakulär. Oben links ist meine Lebensanzeige, dann habe ich da Bomben, Münzen und Schlüssel. Jetzt habe ich schon Schaden genommen, sehr gut. Diese Kacke da ist rot und die macht Schaden, wenn man gegenläuft. Und sie regeneriert sich immer wieder, was irgendwie ziemlich dämlich ist. Ich meine, selbst regenerierende Kacke, das ist doch widerlich. Und rote. Naja. Was gibt es so zu dem Spiel sagen? Es ist... erstaunlicherweise hat es einen ziemlich hohen... ist das FSK-Dings bekommen? Wo man sagen kann, okay... das Spiel ist irgendwie ab 16 oder 18, weil... es so brutal ist. Da ist das irgendwie so auf kindliche Grafik gehalten und alles.
Das sieht dann eigentlich weniger brutal aus, als es im Endeffekt ist. Es wirkt auf jeden Fall so. Finde ich schon mal ziemlich witzig, eigentlich. Und ja. Das ist so eine Sache, die ich ziemlich witzig finde. Hier sind wir gerade in einem Bossraum, wo wir gegen einen Boss namens Gemini oder Gemini, whatever, wie man den auch immer nennt, ausspricht. Und dieser Boss ist ja standardmäßig schnell getötet und ich habe jetzt endlich die Möglichkeit gefunden, wie ich The Binding of Isaac ohne Poppen aufnehmen kann. Das ist merkwürdiger als gedacht gewesen. Ich merke schon, dass ich nicht wirklich viel Schaden mache. Man kann den Schaden und sowas erhöhen. Es gibt Stats, es gibt auch Seeded Runs. Warte. Lass mal diese Fleisch töten. Kann ich ja mal zeigen. Nein, das war die Karte. Da, My Stuff. Sieht man schon mal, was man eingesammelt hat. Dann da oben der Seed. 6DT9 HBZM. Werde ich jetzt auch am Anfang jeder Aufnahme zeigen. Und da sieht man schon mal die Stats. Die sind allerdings nicht so, dass man sagen kann, hier Münzen. Es gibt von denen eigentlich kein Maximum. Obwohl, naja, von der Reichweite her vielleicht schon, bis es aus dem Ende des Screens rausfliegt halt, ne? Apropos Reichweite. Laser. Jetzt habe ich Piercing Shots, das heißt ich kann... Oh, das war blöder Damage, aber gut. Kann man nichts gegen machen. Hab jetzt wahrscheinlich keinen Pakt mit dem Teufel frei, aber gut. Jetzt habe ich halt unendlich Reichweite und ich kann einfach durch Monster durchschießen. Das ist Dingle. Ein Haufen Kacke. Und ein Haufen Kacke ist doch schon böse. Ah. Ein toter Haufen Kacke. Silberherzen, Dings habe ich auch schon eingesammelt. Shop brauche ich nicht. Ich glaube, ich habe alles. Dann müssen wir schon mal nicht mehr warten, sondern können gleich weitergehen. Ich merke langsam, dass ich mich mal rasieren sollte. Bald wird es mal wieder Zeit. Aber auch nur so bald. Und möglichst auf mich achten und nicht so auf die Gegner unten. Zum Beispiel auf Reichweite schieße, dann ist das natürlich immer ein bisschen schwierig. Es gibt verschiedene Layer bzw. Stockwerke. Hier wäre es jetzt zum Beispiel die Caves. Vorher waren wir im Basement. Es wird sich auch noch alles ein bisschen einleuchten. Es gibt immer dieselbe Reihenfolge, allerdings statt Basement gibt es noch nachher alternativ den Keller, also Cellar. Das wird sich noch so ein bisschen zeigen, wie das hier so wird. Hoffe ich. Denn The Binding of Isaac ist ein Spiel, ich spiele das sehr, sehr gerne. Und ich finde, das kann man eigentlich, ja, ist ein Spiel, das man öfter spielen kann. Ich will dieses Ding haben. Muss ich kurz überlegen. Wenn ich hier eine Bombe auflege, passiert gar nichts. Na gut. Ich hatte schon vorher ein paar Aufnahmen gemacht, um zu sehen, wie das so ist. Also ich habe, das Spiel ist für mich ja längst nicht blind mehr oder so. Also so viel zu dem Thema. Ich weiß sehr viel über das Spiel schon. Zum Beispiel, wie man jetzt einen Geheimraum findet oder so. Ganz simpel eigentlich gehalten. Ach, Geheimraum, habe ich ganz vergessen, dass es die mir auch noch gibt. Na egal. Da kann manchmal was Gutes drin sein, manchmal auch nicht. Ich habe schon wieder Schaden genommen. Sehr gut. Schaden nehmen ist natürlich sehr, sehr scheiße, weil vor allem, wenn man im ganzen Raum keinen Schaden genommen hat, dann verliert man jegliche Chancen, einen Pakt mit dem Teufel zu bekommen. Und ein Pakt mit dem Teufel ist ziemlich gut, weil man dadurch eher die guten Items bekommt. Man
gebe dafür aber ein bisschen Leben ab und naja. Da ich jetzt kein richtig. Also da ich noch sehr am Anfang bin, ist es jetzt noch nicht so gravierend schlimm, aber. Das wird noch. Gut. Bisschen Milch, warum nicht? Und schauen wir mal weiter. Ich habe nämlich den Atemraum hier noch nicht gefunden, wofür man ab dem zweiten einen Schlüssel braucht. Ah, ne, hier nicht. Ich glaube hier rechts. Ah, hier. Ja, ich lasse mich auch noch treffen. Aber jetzt ist es nicht mehr ganz so wichtig. Ob ich mich treffen lasse oder nicht. Was sind das? 10.2 ist. Oder? Dann mache ich halt die ganze Zeit konstant, aber ich brauche. Ich nehme das jetzt einfach. Weil ich muss sowieso irgendwann jedes Item einsammeln, warum nicht jetzt? Und naja. Es geht eigentlich noch um den Schaden. Es kann schlimmer sein, viel schlimmer. Ja, Bomben und alles, ja. Mal gucken. Wenn ich jetzt noch ein bisschen Leben finde, bin ich auch nach oben. Warte mal. Doppellaser. Das ist doch sehr gut. Und jetzt habe ich ja zwei Laser, das ist ja noch mal ein Tick besser. Ach, das ist nicht sehr gut. Spinnraum. Naja. Jetzt habe ich noch ein Herz, aber es macht eigentlich nichts. Wenn ich mich nicht dumm einstelle. Schauen wir mal unten rechts in den Shop. Vielleicht kriege ich da ein bisschen Leben oder so. Ein Spirit Herz wäre noch viel besser, aber nein. BFF, ne? Aber hier. Hier ist die Donation Machine. Wenn man einen gewissen Betrag einzahlt, verbessert sich immer der Shop. Kann man auch mal ein bisschen einzahlen. Und hier, wenn man die Pilze kaputt macht mit Bomben, kann was Schönes rauskommen. Pillen meistens. Oder auch so andere Items wie bestimmte Pilz-Items halt. Okay, da ist denn nicht möglicher anderer Secret Room wäre. Da unten, das ist auch nicht. Hä? Da im Itemraum vielleicht noch. Ja, das sieht auch nicht so gut aus. Irgendwie hier? Nein. Dann weiß ich es nicht. Ne, da habe ich schon nachgeguckt. Ach, ich bin ein Trottel. Ein paar Bomben verschwendet, aber macht nichts. Die Batterie hier rechts ist dafür da, wenn ich ein Spacebar-Item habe, dass ich das direkt aufladen kann. Spacebar-Items sind... zwei Bomben hierfür verschwenden. Hier kann ich mich voll aufladen. Das werde ich vielleicht auch nutzen. Und dann gibt es hier noch die Möglichkeit, eine Bombe raufzupacken. Und dann geht es hier weiter, nach unten. So müsste ich keinen Boss machen. Was relativ sinnvoll ist. Manchmal. Für den Speedrun zum Beispiel oder so. Ah. Volle Aufladung Dings vom Leben brauche ich jetzt erstmal nicht. Später vielleicht, wenn ich mich noch ein bisschen treffen lasse. Was ich eigentlich nicht will. Ich finde, ich hatte glaube ich noch nie in einem Run zwei Arten von Technologie und es geht eigentlich. Dass sie so gut synergieren, finde ich extrem geil. Weil normalerweise lässt man halt so die normalen Tränen dafür verschwinden und naja, jetzt habe ich die halt noch. Im Sinne von Tech.1 sehr gut ist. Hier sieht man nochmal einen klassischen Champion. Wenn er mich trifft, zieht er mir ein ganzes Herz ab. Ganzes Herz abziehen ist natürlich deutlich dramatischer als nur ein halbes Herz. Ja, ist klar, ne? So ein halbes Herzabzug ist ja lächerlich im Vergleich zum Ganzen, weil es doppelt so viel ist. Schauen wir. Telepilz. Bin ich direkt im Shop gelandet. Kann man auch mal donaten. Nö. Die verfolgen mich und wenn die mich treffen, machen sie mir immer ein ganzes Herz Schaden, aber und die regenerieren sich manchmal noch. Das ist ein Trinket. Go-Tooth. Das macht mich generell etwas schneller. Ja, das war unschön. Jetzt habe ich Schaden genommen. Jetzt bekomme ich wieder keinen Pakt mit dem Teufel.
ätzt ein bisschen, aber macht nichts. Ja, jetzt will ich, muss ich halt sicher zum Bett gehen. Dass ich da gut hinkomme. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Müssen wir mal sehen. Ah, sehr gut. Jetzt habe ich schon wieder ein bisschen Leben. Und fühle mich gleich ein Tick sicherer. Das sind halt Bombenfliegen-Dingens. Nur halt, dass sie anstatt... Ah, ich bin ein Trottel. Movement-Krüppel auch genannt. Was ist das? The Inner Eye. Triple Shot. Ah, vorsichtig sein. Das ist super nervig. Ja, Dreifachschuss ist halt klar, ne? Dreimal schießen. Ah. Nicht sterben. Das ist wohl das Wichtigste in dem ganzen Spiel, um durchzukommen. Aber eigentlich sieht das noch gar nicht so schlecht aus. Mal gucken, was haben wir hier? Einfach ein Pilz, passiert gar nichts. Hm. Meistens kann man sagen, dass man echt jeden Raum gehen sollte. Einfach nur, um zu gucken, was da so drin ist. Und ein toter Dings. Und noch eine Pille. Ich weiß auch nicht, was die jetzt macht, weil die noch unbekannt ist. Und in jedem Run sind die Sachen ein bisschen anders. Hier ist der Geheimraum, Skelettschlüssel. Ja, sieht ganz gut aus. Es gibt zwei Geheimräume, einmal den Top Secret Room und den normalen Secret Room. Der Top Secret Room beinhaltet manchmal noch ein paar andere Sachen, ich weiß nicht, sind die Sachen mehr von Wert oder weniger von Wert? Kann ich gar nicht so sagen. Gerdi. Gerdi, sehr tankiger Boss. Tank in dem Sinne hält halt sehr viel aus, ne? Und sehr viel aushalten lässt halt schon mal darauf schließen, dass der Kampf ein bisschen länger dauert. Hat ein lustiges Pattern immer, wenn er sich einzieht, muss man halt ein bisschen wieder die Richtung wechseln. Und das sind halt so die Zeichen, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt in die Richtung. Ah, jetzt sieht man mal Deal with the Devil. Sehr schön. Guppy's Paw. Das könnte interessant werden. Das hole ich mir. Und jetzt könnte ich mit der Leertaste sagen, okay, ich nehme ganz normale Herzen, die ich gerade habe, und verwandle sie in drei Silberherzen um. Das werde ich später nutzen, wenn ich das brauche. So, geschlafen, volles Leben, sehr gut. Auf in die Tiefe. Ich bin sogar noch relativ gut in der Zeit. Ich kann auch angebrochene rote Herzen dafür verwenden. Das macht keinen Unterschied. Diese Viecher sind eigentlich relativ stark. Boah, es ist stark. Man kann sie halt nur von vorne treffen, eigentlich. Wenn man nicht durch sie durchschießen würde. Und jo. Jetzt stirb. Sag mal, regeneriert er sich oder was? Hier ist Larry Jr. und noch so ein kleiner Vieh-Dingens, weiß ich nicht, wie man den nennt. Larry Jr. ist einer der ersten Bosse, wenn nicht auch der leichteste, weiß ich nicht genau. Bosse findet man halt immer wieder neu, man kann die mehr als nur einmal in einem Run treffen. Wow. Und die Dinger explodieren. In den Schädeln kann immer was Gutes drin sein, wie beispielsweise diese schwarzen Herzen. Es ist ähnlich wie mit den Pilzen, auch wenn ich die Schädel teilweise besser finde. Wow. Bitte. Nicht zu nah an die Pelle rücken mit mir, bitte. Sehr gut. Ich mache schon einigermaßen... Ich sag mal, ich habe ja nicht einen einzigen Damage-Upgrade, aber ich mache relativ guten Schaden durch... das gute Technologie-Kombo. Jetzt hätte ich einfach rüberlaufen können, aber gut. Ich bin gerade ein bisschen sicherer. Zum Scanning geht gerade. Naja.
das sind Guardi Juniors, die Guardi sind, ja, chargen und haben eine Blutspur hinter sich. Genauso wie diese Gehirne. Die Blutspur macht übrigens vollen Schaden. Und voller Schaden ist natürlich sehr viel. Und deshalb sollte man die Gehirne auch nicht anfassen. Wie so ziemlich fast alles hier. Das sind schöne, wie nennt man die eigentlich? Würmchen. Die Würmchen wollen dann auch aufessen. Und hier liegen Gedärme rum. Geil. Jo. Gehen wir mal nochmal in den Shop rein. Ich habe ein bisschen Geld. Oh. Das kann ich mir noch nicht leisten, aber ich kann hier ein bisschen donaten. Denn donaten ist doch gar nicht mal so schlecht. Oh, und jetzt ist die Donating-Maschine erstmal kaputt. Ich habe gerade die ganze Zeit mit Karte gespielt, merke ich gerade. Ach, es macht nichts. Kann schlimmer sein. So sieht man halt irgendwie nebenbei immer so die Zeit, aber... Dead Sea Scroll. Ich drücke was und es kommt irgendwas. Und diesmal war es die Schaufel. Weiß ich nicht. Die Schaufel, ich könnte auch wieder ein bisschen weitergehen, aber stattdessen... Nein! Nein! Ich sagte nein, ich habe keine Zeit. Ja, von mir aus. Alter. Während der Aufnahme kriegt man hier auch noch Besuch, Mensch. Alter. Das geht doch gar nicht klar. Könnt kein Nein verstehen hier. Aber gut. Ich meine, es gibt immer Menschen, die sagen, nein heißt ja. Das wissen wir ja auch bei SpongeBob, ne? Kleine Aufnahmestörung, kann man leider nicht immer alles pausieren, aber naja. Das ist der gute Monstro 2. Monstro 1 haben wir leider noch nicht kennengelernt. Aber das ist in dem Sinne nicht schlimm. Weil... Keine Ahnung, sind irgendwie beide nichts. Tun sich beide nichts. Der Unterschied ist, Monstro 2 kann ein bisschen lasern und Laser fliegen ja richtig spawnen. Und das ist Placenta. Ich habe hier schon alles, also ist klar. Ja, Secret Raum brauche ich jetzt nicht. Lege ich gerade keinen Wert drauf, weil ich noch ziemlich weit vorne bin. Gehen wir mal weiter. Was sind das? Pins. Pins sind witzig. Manchmal. Ich habe gerade einen Fluch abbekommen, der sagt, okay, ich bekomme, kann meine Lebensbalken nicht sehen. Also Balken im Sinne von, Alter, blöde Pins. Ich sehe halt nicht, wie viel Leben ich habe. Das ist ein bisschen ätzend, aber... Ich habe eigentlich gerade sowieso ziemlich viel. Mache ich mir gerade nicht so die Sorgen. Spätestens, wenn ich weiß, dass ich getroffen werde und kein, Dings, schwarzes Herz mehr aufploppt und den Gegnern Schaden macht, weiß ich, dass es böse wird. Leider war da drin kein, mein Gott. Diese blöden Hornviecher. Ja, das ist ein The Horned, der hat kleine Ads, die sind sehr eklig. Und in so einem Raum ist Horned natürlich noch mal ein bisschen im Vorteil. Weil der Raum mir zu groß ist. Ganz ehrlich, das ist mir schon wieder fast schon zu nervig, ne? Wirklich. Ja, gut. Sterb, Hound. Zwei Bomben, ja gut. Hey, ich weiß nicht genau, wie man das hier in so einem Raum machen kann, wo ein einziger Hound ist. Und die halten so viel aus, diese großen. Mäh. Da kann man echt nichts gegen machen.
Gut, weiter geht es mit den guten Charge-Würmern. Setzen Ansturm ein. Und spalten sich in kleine Mini-Wurmis. Naja, man kommt ja noch weiter. Schon wieder so ein Hornvieh. Die fliegen so komisch. Mal gucken, ob ich jetzt wieder beide bekomme. Ah, und eine Tarotkarte. The Magician. Ja. Die werde ich mir aufsparen, weil die macht eine ganz witzige Sache. Vor allem jetzt mit Technologie. Die macht, dass ich zielsuchende Geschosse bekomme. Dann färben sich so meine Tränen bzw. meine Laser lila. Und das sieht doch schon stylisch aus. Was habe ich denn hier? The World. Ah, ich gehe direkt zum Boss. Ich weiß, dass ich den Boss schaffen würde, aber ich würde gerne noch das Item da unten links bekommen. Ich bin, glaube ich, auch schon beim letzten Boss der Etappe. Und das freut mich da schon. Mongo Baby hilft mir brav. Schon wieder diese Horn. Das ist so nervig. Mal gucken, ob ich hier... Boom. Ich bin auch ein Trottel. Wenn man sich von den Bomben treffen lässt, macht das halt einen ganzen Schaden. Oh, Damage up. Blood of the Marder. Super. Und jetzt heißt es mal, begegnen wir dem letzten Boss hier in der Ebene. Bisschen Live-Regen. Soweit es geht, kann man sich einfach öfters treffen lassen. Das Problem ist, Magician hat einfach, ist halt sehr temporär. Man sieht halt, wenn man die genau, ich muss eigentlich nur eine Richtung drücken und sehe halt schon die ganze Zeit, ich treffe immer irgendwas. Dass der Schlamm auch Schaden macht, wusste ich gar nicht. Naja. Treffen, schießen. Ja, wir kämpfen gegen Mutter. Unsere Mama. Ist eigentlich ein, ich weiß nicht, witziger, schwieriger, ziemlich merkwürdiger Boss auf jeden Fall. Isaac was cold. Und das war's. His mother, fueled with the desire to serve her God, was bearing down on Isaac. I will do as I'm told, my lord. I love you above all else, Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Hoi. Und das war erstmal Let's Play The Binding of Isaac für heute. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin euer Trace. Und ich muss sagen, hat Spaß gemacht. Ich habe nicht gedacht, dass ich gleich das erste Mal es schaffe. Na gut, ich sag mal, ciao.